Jetzt kommt unser Trick Nummer 1, den Korken rausklopfen. Galileo-Reporter Jan zeigt den schnellsten und zuverlässigsten Trick. Das ist der Schuh, das ist die Flasche. Jetzt pass auf. Ich guck genau hin. Das machen wir natürlich ab. Okay. Ein Schuh als Korkenzieher. So. Das klappt tatsächlich. Lass den Korken so weit raus. Sehr gut. Voila. Und das in 2 Minuten. Einfach und genial. Hier nochmal zum Mitmachen. Jan nimmt seinen Schuh, in den steckt er die Weinflasche. Die Flasche festhalten und mit der Schuhsohle kräftig gegen eine Wand schlagen. Ganz wichtig, mit Gefühl, denn auch eine Flasche im Schuh kann zerbrechen. Bei jedem Schlag schwappt der Wein in der Flasche vom Boden gegen den Korken. So wird er rausgedrückt. Wichtig, der Korken sollte aus echtem Kork sein. Der rutscht besser. Und es geht nichts daneben, wie bei den anderen Methoden.